tust du denn da? Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Richtet euch darauf ein, dass ich in den kommenden Vlogs irgendwie immer ein bisschen bescheiden aussehe. Das liegt daran, dass meine Haare extrem schnell nachfetten, dank meinem Loch. Nicht dank meinem Loch, sondern weil ich mir auf euer Empfehlen Rizinusöl gekauft habe, was ich wirklich gefühlt alle 30 Sekunden, nein, also morgens und abends, darauf schmiere. Und ich habe das Gefühl, es bringt schon was. Ich war tatsächlich noch nicht beim Hautarzt. Ich überlege, das dann jetzt zu machen. Ich weiß nicht, zum Arzt gehen ist für mich halt wirklich immer so eine richtige Belastung. Das Video geht aber jetzt gerade gar nicht darum. Gerade eben war Anne hier und hat mein Bett abgeholt. Ja, ihr hört richtig. Sie hat mein Bett abgeholt. Ich gehe jetzt gleich schlafen. Ich zeige euch nur mal ganz kurz. Ich wollte es unbedingt festhalten. Ich habe Angst, dass ich es morgen nicht mehr schaffe. Stehe jetzt in meinem Schlafzimmer. And it's empty. Also hier ist noch der Wäscheständer. Hier, ja, sind die ganzen Bettsachen. Aber hier stand das Bett. Und unser Bett war ja 1,80 mal 2 Meter. Wir bekommen aber jetzt ein riesiges Bett, weil Marcel es unbedingt wollte. Er wollte unbedingt ein 2 Meter Bett, 2 Meter Bett haben. Das Coole ist, dass Möbella24 auf uns zukam. Hallo, hier ist kurz die Schnittloops. Wow. Mir ist an der Stelle mal ganz kurz wichtig zu sagen, ich werde Werbevideo jetzt einblenden, aber das liegt nicht daran, dass ich Geld für das Video bekommen habe, sondern Bella24 hat uns das Bett zur Verfügung gestellt und ich habe nach einem Rabattcode für euch gefragt und immer wenn so eine Regelung existiert, sollte man vorsichtshalber Werbevideo hinschreiben. Ja, das wollte ich nur mal sagen, ich möchte ja transparent mit euch sein. Und eventuell kann ich noch mit denen diskutieren, ob ich vielleicht im neuen Jahr ein Bett an euch verlosen darf. Ich glaube, die Chancen stehen sehr, sehr gut. Ich werde heute diese Nacht auf unserem Sofa verbringen. Ich überlege noch, ob ich in Marcells Zimmer, der hat nämlich so ein Schlafsofa, ob ich da lieber schlafe. Aber wir schauen mal. Auf jeden Fall, morgen wird es endlich ein neues Bett geben. Erst der neue Schrank, jetzt das neue Bett. Ich fühle mich fast so, als würden wir die Wohnung neu einrichten. Ich finde, sowas macht so viel aus. Vielleicht kann dieses Gefühl ja einer von euch nachher auch erleben. Marcel ist übrigens nicht da, weil er jetzt schon nach Hameln gefahren ist. Es ist jetzt die Weihnachtszeit, die kommt jetzt. Ich komme am 24. nach, also ich fühle mich dann wie so ein Weihnachtsmann und fahre so am 24. zu seinen Eltern. Ich weiß nicht, er hat halt so viele Freunde in Hameln, die er auch gerne mal ohne mich sehen würde. Da habe ich auch kein Problem mit. Von mir aus können die da auch feiern gehen und was weiß ich. Aber er meinte halt, es ist für ihn halt schade, wenn er die so selten sieht, die Leute, wenn ich dann dabei bin. Also nicht, dass er mich nicht gerne dabei haben würde, aber ich kann das halt voll verstehen. Ich habe auch Freunde, die mal gerne mit mir alleine was besprechen wollen würden. Und wenn ich dann dabei bin, dann ist es ja so gezwungen, dass die nur noch zu zweit mit mir verbringen. Wisst ihr, was ich meine? Naja, er ist wirklich super selten jetzt in Hameln gewesen und das sollte er definitiv wieder ein bisschen mehr ändern. Aber deswegen möchte ich ihm diese Family Time geben und ich bin ab dem 24. dann da bis zum 25. und am 25. abends fahren wir zurück nach Berlin und dann fahren wir am 26. zu meinen Eltern. So Leute, ich, ja, sorry, ich sehe gerade echt bescheiden aus. Aber ich liege jetzt hier gerade auf dem Sofa. Ich habe noch nicht die optimale Position gefunden, weil das ist halt wirklich kein Schlafsofa. Ja, ich traue mich nicht, ohne dich zu schlafen. Also mit dieser Festtagsbeleuchtung werde ich auf jeden Fall schlafen. Ich habe gerade noch Babybrei gegessen und jetzt gucke ich gerade noch Till zum Einschlafen. Und ich hoffe, das klappt. Jetzt kommt Till. Ich liebe Till so doll. Till ist einer meiner Lieblingsserien. Da probieren die immer so Hochzeitskleider an. Und ich werde voll oft gefragt, wo ich das schaue. Ich schaue das auf TV Now. Also wir haben uns da so ein Konto erstellt. Leute, die Nacht war so beschissen. Ich habe irgendwie ein absolutes Problem. Aber damit will ich euch jetzt gar nicht voll labern. Es geht jetzt um mein Bett. Ich versuche mich zu freuen. Ich habe, glaube ich, nur 3 Stunden geschlafen. Oh mein Gott, ich werde dieses Bett so appreciaten. Ich muss echt was tun. Ich habe mir alles eingebildet. Jeden Sound, von jedem Geräusch bin ich aufgewacht und ich kann einfach immer so schlecht schlafen, wenn es an ungewohnten Orten passiert. Also es ist halt einfach ungewohnt, alleine zu schlafen für mich und es ist ungewohnt, im Wohnzimmer zu schlafen. Und dann löst es in mir schon mal die ein oder andere kleine Panik aus. Übrigens, wenn ihr mal Bock habt auf ein ungesundes Frühstück, toastet euch diese diese Waffeln auf einer ganz schwachen Stufe. Taut euch ein paar Himbeeren auf und macht da drunter Nutella. Chock. Nom, nom, nom. The Christine is here again. Immer wenn irgendwas mithelfen darf, ist sie da. Leute, seht ihr, was ich meine? Sie ist so ein guter Mensch. Aber dankeschön, dass ich das neue Bett von Sonja haben konnte. Das alte Bett. Ja, stimmt. Ja, das alte. Es ist so bequem. Ich habe so gut geschlafen. Thanks. Ich hoffe... Oh! Ich hoffe, mein neues ist auch okay. Wir haben es tatsächlich noch nie Probe gelegen. Let's go. Der Wagen kommt, der Wagen kommt, der Wagen kommt. Habe ich alles Schlüssel? Ja, super. Los geht's.
Leute, wir sind jetzt im Fahrstuhl. Das passt genau rein. Und an Christine, was sagst du? Groß. Es ist so groß, Leute, oh mein Gott. So, das erste Teil vom Bett steht schon hier, und zwar die Matratze. Leute, wie dick ist die? Sie ist, glaube ich, so geil. Ich freue mich so. Aber seht, was, wie groß es ist. Die Arbeiter holen gerade noch. Die sind übrigens mega, mega nett, die Arbeiter. Die holen gerade noch die letzten Teile. Yes, I freue mich. And now they bow auf. I'm so excited. Du, 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 and I just can't hide it. Du, du, du. Okay. Anne macht den Größencheck. Das ist so groß. Ich finde voll krass, weil Architekten müssen sowas ja auch mit bedenken, dass so Möbel durch die Türen müssen und so. Was sagst du dazu? Das ist korrekt. Wir haben gemerkt, wenn meine Eingangstür offen ist und die Schlafzimmertür offen ist, hat man hier diesen Föhneffekt. Anne, Pose, los! Leute, wie schön! Oh mein Gott, ich komme nicht klar, wie schön es ist. Ich liebe die Farbe. Ich war noch nicht im Oh mein Gott, Leute, es fühlt sich so schön an, so velourmäßig. Ich heule. Es ist so hoch und so geil. Die Matratze. Das ist so eine Matratze, die so mit Topper inklusive ist. Oh, stimmt. Oh mein Gott, ich liebe es. Es hat so eine perfekte Härte. Oh, oh mein Gott, ich werd nie wieder Rückenschmerzen haben. Wie klein du in diesem Bett aussiehst, das ist unfassbar. Oh, ich bin so glücklich, das ist mein Traumbett. Schau mal, wie schön es ist. Ja, passt es zu mir? Ja, es ist wunderschön, genau wie du. Was tust du denn da? Oh mein Gott, ich liebe es voll. Und es ist so hoch. Und es ist so bequem. Guck mal, wie cool diese Matratze aussieht. Mhm. Yes. I'm happy. Hallo! Wow. Es ist so geil. Ich lieb's. Guck mal, man kann sich nicht mehr breit machen, man würde sich nicht mehr berühren. Echt so. Kommen wir jetzt zum Rabattcode. Jetzt habt ihr das Bett gesehen. Und zwar, wenn ihr den Code SONNYLOOPS10 eingebt, dann bekommt ihr nochmal 10% Rabatt. Das ist mega cool, weil auf der Seite sind die Betten eh schon teilweise extrem reduziert. Ich hoffe, ihr freut euch und ja, bitteschön. Schaut mal, Leute, an. Die haben uns hier so eine Verpackung übrig gelassen, die wir gerade versuchen klein zu machen. Damit, falls wir irgendwie mal die transportieren müssen oder so, die Matratze einpacken können. Das finde ich auch mega cool, weil dann, ja. Können wir das machen. So, ich habe mich gerade abgeschminkt. Irgendwie mag ich zurzeit mehr ohne Foundation. Wir gehen mir jetzt noch kurz ein neues Kopfkissen holen, weil jetzt habe ich Bock, richtig alles frisch zu machen. Und dann kommen wir auch gleich zum Gewinnspiel. Ich zeige euch dann mein Bett, wie es frisch bezogen ist. Es müssten jetzt gleich in den nächsten Minuten... Oh Mann, da sind wir weg. Egal. Ich habe einen Bettbezug bestellt, weil unser Bett ja jetzt größer ist. Unser altes Bett war ja 1,80 mal 2 Meter. Und unser neues Bett ist 2 Meter mal 2 Meter. Und ich bin echt überrascht, wie gut das hier reinpasst. Ich habe es jetzt bezogen. Ich habe bis jetzt nur meine Decke drauf. Aber ich bin so happy. Ich habe jetzt hier noch die ganzen Dekokissen. Hier ist Marcells Kissen. Ich habe mir jetzt gerade noch ein neues Kissen geholt. Wie schön sieht es bitte aus? Ich bin hier echt nicht die Beste, wenn es um so Bett machen geht. Aber Leute... Ich kann nicht mehr. Es ist perfekt. Ich finde so krass, wie viel Platz hier noch ist. Das Bett ist jetzt, wie gesagt, 2 Meter mal 2 Meter. Habe ich jetzt schon tausendmal gesagt. Mir war wichtig, dass es relativ hoch ist. Also so, ich bin jetzt nochmal auf der Seite, um euch kurz zu zeigen. Also ich habe dieses Bett hier, Boxspringbett Vegas. Und hier seht ihr, dass es davon so viele Ausführungen gibt. Ihr könnt das nämlich hier sortieren. Ihr alle Farben, die ihr dafür kriegen könnt. Ich habe mich für dieses Altweiß entschieden. Samt oder Velour könnt ihr euch aussuchen. Hier ist das Bett, was ich habe. Hier steht Lieferzeit 8 bis 12 Wochen. Deutschlandversand kostenlos. Lieferung bis in die Wohnung. Härtegrad 3, was mir sehr, sehr wichtig war. Könnt ihr ja mal alles dann schauen, falls ihr daran Interesse habt. Voll schöne so Holzbeine. Das finde ich sieht auch super edel aus. Oh, ich sehe echt durchaus, aber ich bin so glücklich, heute Nacht da drin zu schlafen. Ich werde euch jetzt gleich berichten, wie ich drin geschlafen habe. Unser altes Bett mochten wir auch, aber dieses ist irgendwie noch ein Ticken geiler, muss ich sagen. Wir haben uns in erster Linie übrigens für ein neues Bett entschieden, weil Marcel, ja, will unbedingt ein 2 Meter Bett haben und ihm war 1,80 einfach zu klein, tatsächlich.
Und jetzt, wenn Marcel da hinten liegt, dann müssen wir uns schon rufen. So, Schatz, wo bist du? Ich habe euch noch gar nicht gezeigt, dass ich, ich mache mir übrigens gerade das erste Mal einen Dutt mit meinen Extensions. Ich glaube, man sieht ihn überall. Ich habe auch gerade fertige Haare AF, aber egal. Ich habe jetzt eine echte Pflanze mir mal zugelegt. Das ist meine allererste echte Pflanze, Leute. Seid ihr stolz? Woo! Mal schauen, wie lange sie braucht, wie lange sie hält. Ich hoffe, sehr, sehr lange. Ich finde sie wunderschön. Solche habe ich auch super oft künstlich gesehen, aber ich finde künstlich sahen die einfach immer scheiße aus. Und ich finde diese Pflanze jetzt wirklich extrem schön. Ich habe erst überlegt, mir zwei zu holen, weil der Kaktus ja vorher in so einem Korb lag. Aber ich finde das persönlich wirklich gerade eine geile Lösung. Und deswegen lasse ich das jetzt erstmal so und mit dem Kissen und dem Korb. Da muss ich mir noch mal irgendwas ausdenken. Aber ich finde es so auf jeden Fall schon richtig geil. Hier ist ja so ein bisschen unser Weihnachtstisch. Ich finde das jetzt nicht unbedingt super schön hier, aber das hatte ich halt da so dekoriert für Marcells Adventskalender. Nach dem Weihnachten kommt das auch wieder weg. Und dann schaue ich mal, wie ich das hier alles mache. Aber ich finde das persönlich ist irgendwie so geil. Oh mein Gott. Mein Baby. Mein new Baby. Hier ist ein Frischblatt. You have a new Frischblatt hier. Das ist noch eingerollt und zart. Oh Mann, ist das cute. Du bist so cute. Ach Leute, ich fühle mich einfach gerade, als habe ich mein Leben im Griff. Ich habe eine echte Pflanze. Ach so, und ich habe gerade Bettwäsche gewaschen, die ich neu geholt habe. Schaut. Jetzt mache ich mir noch was zu essen. Wir haben sogar meinen Kofferraum von meinem Auto heute aufgeräumt. Der war immer wirklich a totally mess. A totally mess, ich sag's euch. Ich habe das Gefühl, jetzt kann ich so richtig frisch ins neue Jahr starten. Guten Morgen. I love, oh mein Gott, Leute, I love this bed. Ich habe so gut geschlafen, das ist unglaublich. Ich habe meinen Pullover angelassen von gestern und ich sehe aus wie ein frisch geborenes Baby, aber hello, Bed, ich liebe dich. Ich bin das glücklichste Mädchen der Welt. Das Coolste wäre jetzt nur gewesen, wenn Marcel noch mit hier schlafen hätte können. Deswegen habe ich seine Decke auch noch nicht bezogen. Aber es geht leider noch nicht. Aber wirklich, ich glaube, das ist das bequemste Bett, in dem ich jemals geschlafen habe. Ich glaube, ich bin noch nie so gut gelaunt aufgewacht. Ich bin eigentlich so voll der Morgenmuffel, aber oh mein Gott, ich bin einfach happy. Ich werde jetzt erstmal richtig wach, mache mir was zu essen, gehe duschen, meine Haare müssen gewaschen werden und das Video kommt sogar heute online. Also ich habe es heute zu Ende gedreht und heute kommt es auch online. Aktuelle Loops.